Am Morgen Eine schöne Latte. Das ist unsere Morgenlatte. Du bist ein Brutal an was. Okay, Zebras, Leute. Scheiße, jetzt habe ich wieder Zebras gesehen. Ich wollte es eigentlich nicht mehr sagen. Aber heute haben wir wieder mal ein Triple-Commentary mit dem Miladin und dem Santai. Servus. Im Hintergrund seht ihr ein Rasur-Gameplay vom Santa mit der 1,94 auf Raid, frei für alle. Ein wie Lucia. Immer. Nuked out, würde ich sagen. Sandro rasiert sie gerade alle. Nothing special. Auf Nothing special. Sandro ist Sander. Gillette Fusion HDX. Okay, Rasur. Wie ihr schon im Titel seht, unser heutiges Thema ist Bier-Nominierungen. Was wir davon halten, pipapo. Und Leute, was haltet ihr davon? Ja Leute, was haltet ihr davon? Also Sandro, du als Erstes. Ja, was also, haltet ihr davon? Was ich davon halte? Ich finde es eigentlich ein freshes Ding. Ja, keine Ahnung. Weiß nicht. Sieht lustig aus. Wie kann man sowas... Ja. Okay, Mille, ja, du. Also ich finde es gut und schlecht. Gut und schlecht. Auf der ja, was findest du gut? Auf der Frauenseite schlecht. Wenn sie ja, Frau stimmt. Hat, ist ja, das stimmt. So richtig stimmt. Randomhaft. Alter, wenn so eine Frau oder Mordle, ein Mädchen so so ein halben Liter Bier X, Alter, ja. Wie hässlich. Das ist so richtig so BAM, Alter. Rückhandschelle, Alter. Ah, sus, ah, meine sickere Maus, ne? Ja, ja. Ma. Zigeunerschelle, meine Freunde, Zigeunerschelle. Bei den Männern, also bei den Männern. Finde ich es eigentlich okay, finde ich es lustig eigentlich. Naja, aber manche übertreiben es wieder. Ja, aber zum Beispiel, unnötig. wenn jetzt ein 14-Jähriger dort sitzt und einfach ein Bier-Ex, Alter, Sie kriegen also ja, bei Männern finde ich es okay, aber bei minderjährigen Jungen oder so, also, boah, Alter, richtig Minus und so, und auch bei Mädchen und so, richtig, boah. Aber sonst eigentlich lustig, aber... Wie es manche übertreiben, Alter, gell? Es gibt so eine Geschichte, gell, in Irland oder so. Ein Typ, er setzt sich hin, er ext einen halben Liter Whisky. Er ist einfach gestorben. Tschüss. Einfach gestorben, weißt du? Und einfach ein anderer, so ja, und ein anderer geht so in den Bach, oder? Er geht so in einen Bach. Er trinkt aus dem Bach einen halben Liter Wasser. Bam, ersoffen im Wasser. HD, Alter. Ja, ja, also Miladin, was haltest du davon? Also ich und das andere sind wahrscheinlich selbe Meinung. Ja. Ich finde es eigentlich unnötig. Warum? Aufmerksamkeitsdefizit-Typen. Tschüss, Alter, ist ein Roboter. 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 Nochmal. Tja, also ich finde es eigentlich richtig unnötig. Richtig unnötig. Miladin, halt die Schnauze, Miladin, die Qualität. Ich spiele jetzt einfach. Miladin findet es einfach unnötig, weil... Weil die Leute sich zum Affen machen und so und ja. Aber ich find's im Allgemeinen lustig, also so. Ja. Nur geil ist, wenn wieder wie bei einem Video, wo einer kotzt, Alter. Also sowas Bitteres, Alter. Sowas richtig Bitteres, Mann. Aber behindert finde ich auch die ganzen Moralapostel, sagen sie so: Ja, ich spende lieber das Geld für den Kasten, spende ich lieber, weil ich einen kleinen Penis habe. Spend doch lieber etwas anderes, du Behinderung, Alter, nur wegen Likes und so. Oh, ich bin Hurensohn. Ich hab meine Mutter gefickt. Mira, die Likes sind sogar wie ein Roboter. Aber. Du. Die Minus, Alter, die muss Moral. Musikapostel, Alter! Hier ein kleiner Track von der Musikapostel. Hoffnung, 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 möchte bei dir sein. Halt mich fest, bis hier sei. Die Sterne berühren meine Lena. Du bist alles für mich. Was wär ich ohne dich? Lena, meine Freunde. Aber Lena, oder? Dürfte. Ja, ja. Das war Lena, wie ihr gerade gehört habt. Und okay. Also, ich find's geil. Sandro find's geil. Außer bei Mädchen und Minderjährigen. Ja. Und beim Ding.
Miladin findet es unnötig. Und die ganzen Moralapostler, der richtige Randoms, also so richtig so. Okay. Eigentlich sind wir schon fast wieder durch mit der ganzen Geschichte. Mhm. Nur was ich noch scheiße finde, wenn du das Video auf Facebook jetzt hochlädst und dein Chef schaut mal dein Facebook-Profil an, kommt es sicher richtig scheiße, wenn du dich so hinstellst und einen halben Liter BX und so. Also ist sehr nicht so geil für den Chef und so, wenn er das sieht und so. Ja. Kommt sehr nicht gut an, aber ich würde es einfach einen Tag hochladen und dann wieder runternehmen und so. Okay, Leute, ich höre... Ich hab schon was sagen, okay. Ja, weißt du, manche Leute übertreiben sie ja. Manche trinken, keine Ahnung, 6 Flaschen Bier. Tschüss, ja, Alter, bei der Mohren, Alter, der trinkt einfach 6 Bier. Manche trinken Whisky, weiß nicht warum, obwohl es eine Biernominierung ist. Ja. Trinken die Whisky. Ja, und die Geilsten sind sowieso die Leute, die sich dann noch so cool fühlen und so. Ich habe ein Video gesehen, da hat X einer Tequila, so ein richtig häsliger... Häslern und so. Er fühlt sich so richtig so Babo-like und so. Richtiger Minus-Spaß, Alter. Ich hätte noch eine Geschichte zu der krassesten Nominierung, die ich je gesehen habe. Okay, hau raus. Also eine von unserer Klasse, ich sehe da, dass sie nominiert wurde. Dann sehe ich... Miladin, ich höre gar nichts mehr von dir, Alter. Boah, das ist ein Voll. Miladin, Chorgeschichte. Okay, ja, na, jetzt geht's, mach. Also, ich sehe, dass sie nominiert wurde und so. Mhm. Dann klicke ich auf das Video, um es anzuschauen. Die spielt Oboe. Eine Oboe-Nominierung. Ja, diese Flöte. Ach so, ja. Musik-Nominierung, what the fuck, Alter. Gleich so Rückhandschelle zusammen. Krrr. Okay, das war's dann. Also, wir haben jetzt, das Gameplay ist, glaube ich, schon vorbei. Auf jeden Fall ein Juke-Daub vom Santa. Und wenn euch sowas gefallen hat, die Triple-Kommentare, wenn wir das öfters machen sollen, schreibt in die Kommentare rein und so. Und abonnieren nicht vergessen, Alter. Und so, das war's dann. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Leid, bitte. Ciao. Tschö. Miladin, der Roboter. Hey, der Miladin. Oh, vor mir ist er weg, weißt du.